Hallihallöchen, Jungs und Mädels. Hier ist wieder der José. Willkommen zurück zu The Witcher 3. Danke, dass du eingeschaltet hast. Wir sind hier in den Sümpfen und haben ein Banditennest ausgehoben. Hier gab es eine Truhe mit ein bisschen Loot. Und ich glaube, das war es auch gewesen, denn die Truhe ist, die Hütte ist ziemlich, versuppt hier im Sumpf. Da oben ist Plätze, unser treues Ross. Und wir reiten jetzt hier gen Norden in ein Dorf, wo wir einen Auftrag entgegennehmen sollen. Boah, wie das da oben aussieht, der Nebel. Nice. Wer ist denn das? Ach, das sind die Leute, die hier wohnen. Na klar, natürlich. Und der Nebel ist Rauch aus dem Schornstein, natürlich. Halt! So. Hier ist wieder ein Anschlagbrett. Das ist wohl der älteste des Dorfes. Man sieht es an seiner charmanten Frisur. Was haben wir denn hier anzubieten? Was gibt's denn da? So, Stopf- und Flickarbeiten. Wenn man das anziehen kann, kann ich es flicken, nähen, ausbessern oder anderweitig wieder wie neu werden lassen. Habe schnelle, sichere Hände. Garn und Flicken sind im Preis enthalten, aber wenn es mehr als einer Elle Stoff bedarf, müsst ihr den Stoff mitbringen. Zahlung in Eiern, Getreide oder Kartoffeln bevorzugt. Antonina, so rum. Zunder und Brennholz gegen moderate Bezahlung. Gerne in Getreide oder Gemüse bringe ich Gestrüpp und Gehölz aus dem Wald zum Feuern und Heizen. Bolby. Kostenloser Hund. Gebe meinen Frido an den, der sich um ihn kümmern kann und verspricht, ihn nicht zu essen. Lieber braver Hund, gehorcht dem, der ihn füttert. Aber ich habe kein Futter mehr. Idealer Wachhund für Hof und Garten, idealer Hütehund auf der Weide. Schläft gerne in der Scheune. Wer ihn nehmen kann, soll zu Baxter kommen. Allerlei Flechtwerk. Flechtwerk aus Weizen und Birke, Weide und Birke, Körbe, Matten und mehr. Wir flechten aus weißer und gefärbter Weide mit und ohne Rinde. Auf Anfrage stellen wir auch Möbel, Besen und weitere Haushaltsgegenstände her. Natürlich keine Kochtöpfe. Preis, Verhandlungssache, Feldfrüchte besonders willkommen. Matri und Töchter. Rattenfänger sind in der Gegend. Befreit eure Hütten und Höfe vor Mäusen, Ratten und anderem pelzigen Ungeziefer. Gegen geringfügigen Aufpreis kümmere ich mich auch um Krabbelviecher. Schnell und wirksam mit den neuesten natürlichen Methoden, die weder Pflanze noch Nutzvieh schaden. Besondere magische Flöte aus Hamelnstein. Vernünftige Preise, Wirksamkeit garantiert. Der Rattenfänger. Auftrag, Monster aus dem Sumpf. Wer des Lesens kundig ist, der lese hier dies gründlich durch, auf dass es im ganzen Dorf und weit und breit bekannt werde. Im Sumpf, wo wir Torf stechen, haust eine Bestie, die Menschen frisst und einen tödlichen Nebel absondert. Ja, das tue ich auch, wenn ich Bohnen esse. Wer ein Schwert zu führen weiß und sich was verdienen möchte, soll wissen, dass ich für den Kopf der Bestie gut bezahle. Alle anderen sollen sich von dem verfluchten Sumpf fernhalten, wenn ihnen ihr Leben lieb ist. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Leslav. Gut, wir haben nochmal eine Quest hier angenommen. Das Ding aus dem Sumpf. Hallo. Was bedrückt denn die Bewohner hier? Schönes Dorf. Ja, eine Perle der Sümpfe. Wenn du meinst. Und, kommt ihr zurecht? Tja, irgendwie schaffen wir es von Winter zu Winter. Kennst du diesen Dolch? Ja, Meister. Wusste nicht, dass du zu ihm gehörst. Ich gehöre zu niemandem. Ich mache nur meinen Job. Ich gehöre zu niemandem. Bin geschäftlich hier und will es rasch erledigen. Aha. So ist das also. Ich soll euer Problem lösen. Sag mir, worum es geht. Nur das Wichtigste. Der Krieg hat eine uralte böse Macht geweckt, die sich vom Blutvergießen nährt. Unsere Tage und Nächte sind Albträume. Die Leute gehen im Schlaf fort und kehren nicht mehr zurück. Sie liegen alle unter dem Baum beim Flüsterhügel, unbegraben. Väter, Söhne, Mütter, Töchter. Die Leute haben Angst, sie anzurühren. Dort musst du hin, den finsteren Mächten Einhalt gebieten. Okay. Vielleicht doch ein paar mehr Details.
Ich brauche mehr Details. Du musst es selbst sehen. Meine Uroma hat mich dafür verdroschen, dass ich beim Flüsterhügel war. Aber was dort jetzt geschieht, ist ein Wunder. Ein paar Leute sind hin, um die Bäume zu fällen und den verfluchten Boden wieder urbar zu machen. Sie sind nicht zurückgekommen. Der Boden unter den Büschen ist weiß von Menschenknochen. Boah. Und wie lange geht das schon so? Wann hat all das angefangen? Vor 3 Jahren. Ich weiß noch, ich ging an einem warmen Tag zu den Wildfallen. Ich zog einen Hasen aus der Falle. Da wurde es plötzlich mitten am Tag finster. Ich dachte erst, dass ein Sturm aufziehen würde. Dann hörte ich ein Kreischen, das mir fast das Trommelfell zerriss. Der Hase verweste mir in den Händen und die Blätter wurden gelb, obwohl gerade mal Sommeranfang war. Seitdem herrschen schlechte Zeiten. Den Leuten werden die Zähne rabenschwarz. Die Frauen streiten sich wie Wildkatzen, wegen gar nichts. Die Kinder werden verkrüppelt geboren, lahm. Ein Bangen und Fluchen. Wir flehen seit langem um die Hilfe der Herrinnen. Okay, das reicht als Info. Wir sehen uns mal um und mal gucken, was wir machen können. Die Herrinnen des Waldes kennen diese Macht nicht? Sie wissen alles. Die alte Thekla meinte, sie bestrafen uns, weil wir sie nicht mehr respektieren. Manche nennen sie sogar Hexen. Aber sie können es nicht sein. Sie haben ja dich geschickt. Ich sehe mich mal beim Flüsterhügel um. Sei vorsichtig, Meister Hexer. Unterschätzt dieses Böse nicht. Okay. Der Auftrag führt uns zurück zum Flüsterhügel. Wir können ja kurz mal ins Inventar schauen, denn wir haben ja ein paar Waffen bekommen. Vielleicht hier zum Beispiel, ne? +6 an Schaden, das können wir ja mal ausrüsten. So, Kavaliersstiefel, +1 Rüstung. Das ist die Kermohainer Rüstung, ansonsten gibt es aber nichts, was interessant wäre. Okay, das sollte ausreichen. Haben wir denn inzwischen nochmal einen Punkt bekommen? Verfügbare Punkte 3, das hört sich auch mal gut an. Ich würde sagen, dass wir unseren starken Angriff mal ausbauen. Beziehungsweise auch mal einen Punkt in den... Ach so, das kann ich gar nicht, weil ich die anderen beiden Sachen ausgerüstet habe. Was waren das nochmal? Das war... Ja, verstehe. Die Katzenschule-Geschichte. Dann würde ich doch sagen, bauen wir das hier aus, soweit es geht. Was mache ich denn? Verbessern. Das wäre es doch mal. So. Jetzt haben wir nämlich einen recht großen Schadensboost bei eben den starken Angriffen. Okay, das sollte eigentlich reichen. Wir speichern doch mal ab. Zack. Und steigen auf und reiten wieder zurück. Komm schon, Plätze. Es ist ja relativ dunkel, aber das macht nichts. Da links ist was von uns. Aha. Das ist ein Wasservibe. Hast du schon einen weiter Weg? Noch 150 Schritte. So. Weiter so, Plätze. Tritt zurück. Und komm nicht näher. Ich weiß, woher du kommst. Oh, Gänsehaut, ey. Gänsehaut. Die Mächte, die mich schützen, spüren, woher du kommst. Aha. Und die Wölfe, die rennen irgendwie weg. Ah, doch nicht.
Ah, na klar. Was jetzt, du Stück Dreck? So, da ist noch irgendwo noch mehr Hunde. Oder auch nicht. Ah, verdammt! Ich war schon mal besser. Okay. Den Hund haben wir auch. Finde ich gut, dass Geralt anfängt zu fluchen, wenn wir so totalen Mist bauen. So, wer ist hier da draußen in der Nacht? Okay, den dritten Wolf haben wir auch erlegt. Eine Stimme kommt aus dem Baum. Mhm, eine alte Eiche. Eine riesige Eiche. Boah, die im Wind knarrt. Da sehe ich noch etwas oder höre etwas. Yeah, getroffen. Zieh dein Schwert. Eieiei. Egal, was tust du? Greif an. Wollte gerade nachladen, weil ich mich verdrückt habe. Naja, ist halt so. So. Es ist darunter, okay. Ist hier eine Höhle? Da hinten sehe ich eine Höhle. Aha. Das könnte da hinten der Höhleneingang sein, eventuell. Boah, dieses Trommeln. Es geht durch und durch. Ein Ort der Macht. Ich soll die Kraft daraus ziehen. Oh. Hier liegt ein Kind also. Hat aufgehört. Sind wir zu weit weg oder? Okay, wir können jetzt hier nicht hoch. Das wollen wir doch mal sehen. Na? Ah, eben. Cool. Und Igni hat sich verbessert. Ein Werwolf. Was? Zieh deine Waffe, Mann! Wow. Igni würde ich gerne nehmen. Igni. Ah, Mist. Der ist zu schnell. Ich sollte vielleicht die magische Falle benutzen. Ah, fuck. Komm rein hier, komm rein. Yes, der hat gesessen. Jawohl. Boah. Der ist schnell. Der hat sich wieder hoch, der Sack. Ah, fuck.
Boah, das ist ja heftig, ey. Und ich hab den nicht mehr angekratzt. Boah, Alter. Das hab ich nicht gespeichert. Ich wollte es ja wissen. Ah, Mann. Tritt zurück und komm nicht näher. Jetzt habe ich die ganzen Wölfe. Ach Gott. Die Mächte, die mich schützen, spüren, woher du kommst. Aha. So, zweiter. Es waren, glaube ich, 5 Wölfe oder so. Jetzt ist halt die Frage, muss ich den Werwolf besiegen jetzt oder nicht? Ah, das wusste ich nicht. Ich kann natürlich so die auch auf Dings halten, auf Abstand mit der Armbrust. So, alles klar. Den und den hätten wir. Eine Stimme kommt aus dem Baum. So, genau, da komme ich ja nicht weiter hin. Okay. Jetzt ist halt die Frage, wollen wir erstmal speichern, weil da hinten war das Kind ja. Genau, da hinten liegt es. Ein Kind. Jetzt ist halt die Frage, ob ich da runter in die Höhle jetzt muss. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Das machen wir auch. So, dezent runtergerutscht. Nochmal abspeichern hier. So. Jetzt bin ich da runter, ganz runtergefallen, oder was? Ah, okay. Geh fort. Geh fort. Die Mächte beugen sich nicht. So, ich will es mal wissen. Wir haben jetzt Igni. Ich will aber speichern. Wieso kann ich nicht speichern? Jetzt kann ich speichern, alles klar. So, ich mach's jetzt mal fett mit Igni jetzt. Geht das? Ach, ich drücke mal den falschen. Der ist zu schnell. Ah, verdammt! Der ist echt schnell. Na komm schon, komm her! Nein! Ah, die kann ich neu laden, gar nicht. Na gut, dann sterbe ich halt. Muss ich dieses Beste wirklich besiegen? Kann ja nicht wahr sein. Was ist denn das für eine Stufe eigentlich? Jetzt mache ich bestimmt wieder irgendeine Quest für Stufe 80 oder sowas. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ist bestimmt so. So wie ich mich kenne. Weil der Höhleneingang ist ja nicht hier, der ist ja da drüben. Oder muss ich... Naja, mal gucken. Moment, erstmal ins Questbuch schauen. Stufe 6? Na gut, wir sind Stufe 6, von daher ist es dann schon... Da ist die Passage auf jeden Fall. Ich lasse mal den Werwolf sein. So. Wir können ja gerade mal hier unsere Fackel ziehen. Ja. Fackel.
Alter, was ist denn hier los? Wie geht's? Igni. Okay. Wir müssen wohl den langen Weg wählen. So, mal schauen. Na ja, klar gibt's eine Truhe. Jede Menge Zeug. Kommen wir da hoch? Okay, wir können zumindest Luft holen. War da noch was da unten oder haben wir alles eingesammelt? Ich bin ja so ein Typ, ich muss ja alles mitnehmen, ne? Nee? Das sieht gut aus. Da hätten es einen Gegner. Da sehe ich zumindest irgendwas, was rot. Oh je. Ja, auch immer den da. Was willst du hier? Wozu das Blut vergießen? Bringst du mir den Tod? Oder ist meine Freiheit dein Wunsch? Bäh. Erstmal ist die Frage. Wer bist du eigentlich oder was bist du? Wer bist du? Ich verließ meinen Kreis. Ich schützte das Gleichgewicht. Die Mumen töteten mich, verfluchten meinen Geist. Ich habe noch nie von einem Druidenkreis in Velen gehört. Ich wandere ewig durch ein Labyrinth von Zweigen, rutsche hilflos über Blätter. Was weißt du über die Mumen? Dann kennst du die Mumen wohl gut. Sie sind Velens Fluch. Durch abgeschnittene Ohren hören sie alles. Sie verweben Haare und Leben. Ihre Macht erhalten sie von einer Brühe aus Menschenfleisch. Deswegen auch die Ermordeten. Und warum hat man dich getötet? Was hast du falsch gemacht? Warum haben sie dich getötet? Die Mumen wollen dieses Land haben und allein im Wald herrschen. Ich war ihnen im Weg, musste also sterben. Und warum wurde ich angegriffen? Ich wurde angegriffen. Dies ist mein Gefängnis, eine belagerte Festung. Ich warte auf Mörder und mein Wald beschützt mich. Mörder? Mörderschwestern töteten meinen Leib, jagen meine Seele, da ich ihnen trotze. Ja, und was ist mit den Ermordeten auf dem Hügel? Die Kinder? Ich sah Frauen und sogar Kinder tot auf diesem Hügel liegen. Wollten auch sie dich vernichten? Vor der Natur, dem Wald, der Erde. Ist Tod gleich Tod? Sind alle Tode gleich? Ich weine, ich jammere, niemand hört mich. Und ich soll dich jetzt befreien, ja? Du sagst, du seist gefangen. Wie das? Ich bin gebunden mit magischen Fesseln. Ich wandere endlos, ein Blätterlabyrinth. Die Kinder, ich weiß alles, was sie erwartet. Bitte befreie mich. Ich muss helfen. Wenn den Weisen etwas droht, helfe ich ihnen selbst. Die Kinder sind schon fort. Bitte befreie mich. Ich kann ein Sturm sein, ein wilder Galopp. Ich rette sie. Nur ich kann es. Und jetzt können wir uns entscheiden, was wir tun.
Es ist wirklich die Frage, wer die größere Gefahr darstellt. Sind es die Mumen oder ist es dieses Wesen, was jetzt da eingesperrt ist? Das ist wirklich schwierig. Wenn wir drüber nachdenken, dann glaube ich, wird diese Entscheidung nur aufgeschoben. Ich rette sie, nur ich kann es. Es ist nicht einfach. Vor allem, weil man auch jetzt einfach nicht genug weiß. Ich habe halt Angst, dass wenn wir sie befreien, dass sie halt über das Dorf fegt und alles mitnimmt. Beziehungsweise die Hexen im Sumpf jetzt da erzürnen. Andererseits, wenn es wirklich Unrecht war. Komm, wir machen es. Ich werde dir helfen. Abgemacht. Ich helfe dir. Seit Jahren gefangen. Jetzt werde ich frei sein. Löse meine Fesseln. Blut ist mein Entkommen. Es braucht ein Ritual. Das Schwarz von Rabenfedern. Das Weiß meiner Knochen. Und ein schnelles Ross. Eine Stute wild und frei. Von einer Wiese muss sie sein. Dunkel wie eines bodenlosen Brunnens Tiefe. Schwarz wie die Nacht selbst. Nur so ein Tier. Sammle diese Dinge und bring sie mir. Rabenfedern, ein Pferd und deine Überreste. Wo finde ich deine Überreste? Meine Knochen liegen in einem einsamen Hügelgrab. Nicht weit. Gen Westen. Ein schwarzes Pferd. Wozu brauchen wir ein schwarzes Pferd? Das Tier und ich werden eins. Wie einst. Wir sind der Sturm. Nichts kann uns halten. Ein wildes Ross von feuchten Wiesen. Ich habe die Rabenfedern. Finde meine Überreste und bring mir ein Ross. Ein Ross, schnell wie der Wind. Ein schwarzes Pferd, aus Sturm geboren. Okay. Ich hole alles, was du verlangst. Dann komme ich wieder. Kehr zurück. Zu den Tiefen des Hügels. Zum verrotteten Herz des Baums. Durchstich mein Herz. Lass Blut fließen. Um aufzuerstehen, muss ich erst verschlungen werden. Geh jetzt, kehre durch den Gang zurück, den ich geöffnet habe. Na, immerhin. Okay, wir sollen jetzt ein Ritual vorbereiten. Ich bin ja mal gespannt. Wie hättet denn ihr entschieden? Würde mich mal interessieren. So. Wir rennen das Stück mal zu Fuß. Sollte nicht allzu weit sein. Wow, 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 wow. Hui, das war knapp. Hey. So, die Knochen des Geistes müssen hier irgendwo liegen. Da hinten sehe ich eine hübsche Schönheit. Oh, schade. Ih! Die schmeißt mit Schlamm, die dumme Ziege. Ah, Mist. Haut die einfach ab. Ah, okay, die haut zweimal zu. Ah, Mist.
So. Sie liegt bereitwillig da. Aber ich will nichts von ihr. Wow. So, was ist denn da hinten? Aha. Ein Grabstein? Seltsame Knochen. Sehen nicht menschlich aus. Okay. Jetzt brauchen wir ein Pferd. Dazu holen wir mal unseres. Es zieht wohl ein Sturm auf, hä? Und Regen. Soll auch bald kommen. Wie komme ich denn da hoch, bitte? Komm schon. Ach doch. Müsste klappen. Komm, gib Gas. Ja. Sehr gut, Plätze. So, 210 Schritte. Oh, es donnert. Cool. So, mit Axi können wir... Na, wo ist es denn? Da. Nein, ich will doch nicht schießen. Ich hab's nicht ausgewählt, scheiße. So, hier. Ist das das Pferd? Komm schon. Ja, das ist es. Okay. So, und wir müssen zurück. Ich weiß dann nicht, ob es die richtige Entscheidung war. Sie zu befreien, aber es ist halt eine Entscheidung. Es gibt kein richtig und falsch. Davon lebt dieses Spiel hier. So, und ich bin genauso gespannt wie ihr jetzt. Hey! Da sollen wir rein. Wir speichern nochmal ab. Komm jetzt. Bereit. Wir können anfangen. Lass mich auf Rabenschwingen fliegen. Leg die Knochen auf die Federn. Leg alles unter mein Herz, das du durchbohren musst. Und bring das Ross. Ich kann mich jetzt nochmal entscheiden. Das macht's echt nicht einfacher. Ich habe Leichen gefunden. Ich muss auch mehr darüber erfahren. Was ist dieses Wesen? Ich habe im Wald tote Frauen und Kinder gesehen. Du hast Menschen getötet, die keine Bedrohung waren. Der Wald hat sie getötet. Für die blinde Natur ist jeder Tod gleich. Das hat sie bereits gesagt, ja. Das ist wirklich nicht einfach. Ich habe jetzt gerade echt ein Problem. Ich könnte das Wesen im Baum überlisten und zerstören. Oder ich könnte es wirklich auch sagen und sie töten, aber dann ist die Frage, was sie mit ihren Kräften anstellen kann. Wir haben ja vorher gespeichert. Oder wir könnten das Ritual wirklich beginnen und durchziehen. Nee, komm, wir bleiben dabei. Wir haben gesagt, also... Wir haben uns vorher dafür entschieden, sie zu befreien und deswegen beginnen wir das Ritual. So, entschiedene Sache. Hier sind die Rabenfedern. Einst war ich frei. Ich werde wieder frei sein. Hier sind deine Überreste. Einst war ich Fleisch. Ich werde wieder Fleisch sein.
befreie die Kinder. Ja, ein Wort muss gehalten werden. Die schwarze Schönheit. Okay. Wir haben... Kann man das Ding jetzt wieder... Kann man draufsteigen? Okay, kann ich so nicht. Aber der Geist ist befreit. Und wir können jetzt erstmal hier... Das Gehämmer ist jetzt auch fort. Es ist ruhig im Wald. Huch. Plätze. Mensch. Geh da runter. Was ist denn da? Wer ist denn da? Ah. Halt. Der Werwolf. Woran denkst du? Der Werwolf ist tot, okay. Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Ja, es ist die Frage, lassen wir ihn im Unwissen oder... Oder doch mit der Wahrheit herkommen. Der Baum war von einem Geist besessen. Komm, wir sagen es ihm. Ein böser Geist saß in dem Baum auf dem Hügel. Er hat die Leute getötet. Wie hast du ihn vertrieben? Ich habe ihn befreit. Ich musste gegen nichts und niemanden kämpfen. Ich habe den Geist einfach befreit. Du hast was? Das Böse befreit, damit es jetzt frei herumstreifen kann? Ich habe getan, was getan werden musste. Und wenn es zurückkommt? Dann bitte die Herrinnen des Waldes um Hilfe. Die Momen, hier nennt sie Herrinnen des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie meinen. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Autsch. Die Bezahlung. Bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder... Über Wählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen. Üble Sache. Weg, Junge! In Wahrheit ist er sogar noch süßer. Und ihr seid so anders als auf dem Wandteppich. Nun, her damit! Du sollst nicht darin, nicht begabst. Stasch.
Du warst wieder nicht gehorsam. Wir sind barmherzig, aber du hast die Kinder entkommen lassen. Sie wollten nicht fliehen. Es hat ihnen hier gefallen. Sie haben gespielt. Deine Strafe muss hart sein. Still jetzt. Wir müssen mit dem Weißhaarigen sprechen. Die Frau, die für die Kinder sorgt. Sie trägt eine Schuld ab. Sie ist freiwillig hier. Sie ist verrückt. Sie wusste, was unser Pakt bedeutet, als sie ihn einging. Wir halfen ihr. Sie versprach, uns zu dienen. Jetzt trägt sie das Zeichen. Sie ist unser. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Ihr habt mich benutzt. Jetzt fühle ich das wirklich. Es war keine gute Entscheidung. Definitiv. Ihr habt mich den Flüsterhügel zähmen lassen. Das war viel Arbeit. Nichts ist umsonst, tapferer Mann. Hast du die bösen Mächte vernichtet? Unserem Reich Frieden gebracht? Ich habe den Geist, der im Baum gefangen war, befreit. Hört ihr das, Schwester? Verräter! Sie hat die Kinder entführt. Sie war es. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte den Dorfbewohnern helfen und habe meinen Teil erfüllt. Jetzt sind sie sicher. So, übers Ohr gehauen hast du uns also. Über alle, ja. Wozu braucht ihr die Kinder? Wozu habt ihr die Kinder gebraucht? Gebraucht? Wir? Sie haben uns gebraucht. Unsere Fürsorge. Du hast sie in große Gefahr gebracht. Wir können ihnen nicht helfen. Wegen dir. Hörst du, Schwestern, alles zu seiner Zeit. Und warum seht ihr jetzt so anders aus? Im Wandteppich habt ihr anders ausgesehen. Wir haben uns für dich hübsch gemacht. Ja, klar. Wenn du wüsstest, wie lange wir vor dem Spiegel gestanden haben. Begehrst du uns? Ihr wisst, warum ich hier bin. Ihr wisst, warum ich hier bin und was ich will. Du wirst von uns träumen und um das bitten, was du jetzt ablehnst. Das tun alle. Erzählt von Ciri, bitte. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen. Aschblond, so nennen sie das. Fingerdünn, verstört und erschöpft, konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmüh, ein ungezogenes Mädel. Verschlagen! Bockig, selbstsüchtig. Vielleicht wollte sie ja auch nicht einfach das tun, was man oder was sie von ihr wollten. Wo ist sie jetzt? Wo ist sie hin? Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort. Also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Wir wussten, dass jemand Besonderes kam. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Omen. Wir sahen ihr Ebenbild wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Thank you.
Sie fiel uns in die Hände. Älteres Blut. Das Blut der Verräterin. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Kommt, Schwestern, nicht getrödelt. Der Tisch ist gedeckt, der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Imlerit kriegt sie, ja, ja, aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brühe. Ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Das sollst du bereuen, Mädchen. Bitter bereuen. Ja, so ist es also gelaufen. Ach, wir müssen fliehen. Ach, verstehe. Ich höre Pferdegaloppe, also Pferdeschritte. Ihr wolltet sie töten, sie schlachten wie ein Tier und dann fressen. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut, außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist. Tja, wie es hier weitergeht, welche Entscheidung ich jetzt hier wählen werde, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Tut mir leid für das maßlose Überziehen, aber ich wollte jetzt die Handlung nicht auseinanderreißen, aber das ist, glaube ich, ein guter Cliffhanger für die nächste Folge von The Witcher 3. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.